guten Morgen. Guten Morgen, Herr Direktor. Sind die Herrschaften noch zu Hause? Die Herrschaften haben noch gar nicht frühstückt. Ich auch nicht. Ich wollte sagen, bitte melden Sie mich. Oh, bitte darf ich zuerst noch schnell mein Herz ausschütten? Was wollen Sie ausschütten? Mein Herz, Herr Direktor, Sie kennen ja ohnehin schon meine Schmerzen. Ich spüre einen fürchterlichen Drang in mir. Ich muss zum Theater. Jetzt? Ja, Herr Direktor, ich spiele Ihnen was vor. Oh, liebes Kind, du machen Sie mich nicht nervös. Ich habe jetzt andere Sachen im Kopf. Das heißt, Moment mal. Ich glaube, Sie sind der Knopf. Was bin ich? Blond sind Sie, zeigen Sie Ihre Beine. Schlanke Achseln haben Sie auch. Unter die Arme greifen kann man Ihnen auch. Was kann man? Ich meine hilfreich. Mit einem Wort, Sie sind die Richtige. Sie sind engagiert. Herr Direktor, halten Sie einen Moment das Tablett. Was soll ich? Halten Sie das Tablett. Danke dafür, was, Herr Direktor. Tolles Temperament. Toll, 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 toll. Wo bleiben Sie denn so lange mit dem Frühstück, Adele? Mir fällt schon der Magen raus. Wo ist mein Hering? Mein Hering haben Sie nicht gebracht. Es ist keiner da. Ist keiner da? Aber der Herr Direktor Falke ist da. Direktor Falke? Tut, er wird uns schreckliche Vorwürfe machen, Herbert. Dazu auf nüchternem Magen. Guten Morgen, Kinder. Wie geht's euch? Habt ihr gut geschlafen? Ausgezeichnet. Und du? Großartig. Ja, ich muss euch ja noch danken, dass ihr mich so nett nach Hause gebracht habt. Ja, haben Sie denn zu Hause geschlafen? Natürlich. Ich komme jetzt direkt von der Bank. Von der Bank? Ja, ich habe etwas Geld geholt, aber gefrühstückt habe ich noch nicht. Es wäre sehr nett von dir, wenn du mir etwas von deinem Frühstück abtreten würdest. Oh, bitte gerne, Stefan. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Ach, ich habe ja heute noch so wahnsinnig viel zu tun. Der Kampf ums tägliche Brot. Also in meinem Theater ist soweit alles in Butter. Mich erwartet nur heute Vormittag mein Freund, der Prinz Orlowski. Und das kann mir natürlich nicht, wie sagt man, Wurst sein. Schließlich habe ich die künstlerische Leitung von seinem großen Ball. So? Ach, ich möchte zu gern auf den Ball gehen. Aber Herbert will ja nicht. Aber mein liebes Kind, ich habe dir doch schon oft gesagt, die Bälle des Prinzen Orlowski sind nämlich keine Bälle, sondern sehr schöne, aber etwas freie Künstlerfeste, auf denen eine verheiratete Frau nichts zu suchen hat. Sind ja auch gar nicht so interessant. Du, kommt die Ilka Holtei wirklich? Natürlich. Du scheinst dich für diese Holtei aber sehr zu interessieren, Liebling. Nur weil sie dir so ähnlich sieht, mein liebes Kind. So. Du kennst sie natürlich persönlich, ja? Selbstverständlich. Ich habe in Budapest einige bezaubernde Abende mit ihr verlebt. Besonders der letzte Abend wird mir unvergesslich bleiben. Also ich dachte, ich müsste aus der Haut fahren. Sie hat nämlich eine Angewohnheit, einen Tick. Sie kitzelt. Was tut sie? Sie kitzelt. Und Leute, die besonders kitzelig sind, sind ja am sympathischsten. Also mich hat sie geradezu geliebt. Ich sage dir, die hat mich mit einem Strohhalm gekitzelt. Mal hier, mal da, mal da, mal da. Ich dachte, ich werde wahnsinnig und ich war sinnlich. Ja. Sagen Sie, lieber Direktor Falke, finden Sie, dass Sie mir wirklich so ähnlich sind wie ich diesen bin? Ähnlich. Ja und nein. Sie sind blond, die Ilka ist rot. Sie sind ein Engel, die Ilka ist ein Teufel. Aber sonst gleichen Sie sich wie ein Ei dem anderen. Sie wollten mir jetzt ein Kompliment machen, lieber Direktor. Das ist Ihnen aber daneben gelungen. Es gibt nämlich Frauen, die es geradezu als Beleidigung auffassen, wenn man sie für einen Engel hält. Und zu denen gehöre ich. Ihr Ei wird kalt. Und trotzdem ist sie ein Engel. Sie ärgert sich nur, weil ich nicht eifersüchtig bin. Aber ich bin nicht eifersüchtig, weil sie ein Engel ist. Du süß. Du, aber um auf diesen Teufel zu kommen, die Holtei muss ich kennenlernen. Hast du nicht eine Einladungskarte für mich? Ja, ich habe zufällig noch eine einzige. Aber die lautet auf den Namen eines Markierer. Na, stört dich das? Ach, gar nicht. Du glaubst gar nicht, wie ich mich auf diesen Abend freue. Ich auch. Die Post ist da. Aha, die Post. Was ist denn? Ich sage nur aha, die Post. Andere sagen trara, die Post. Ich sage aha, die Post. Ja, was hast du denn? Nur ein leises Frühlingsfrösteln. Aber jetzt muss ich gehen. Ich danke dir für das köstliche Frühstück. Das soll doch der Teufel holen. Was hast du denn? Ich kann nicht auf den Ball gehen. Warum nicht? Gerade am Mittwochabend muss ich meine Strafe antreten. Ist das dein Ernst? Bitte, Lies. Tatsächlich. Unwiderruflich letzter Strafaufschub. Sollte die Strafe aus irgendeinem Grunde nicht pünktlich angetreten werden, so erfolgt ein weiterer Arrest von 24 Stunden wie rücksichtslos. Ja. Ja, da gibt's nur eines. Hm? Der Gefängnisdirektor Frank ist doch dein bester Freund. Ist er? Ist er? Und da musst du für mich doch einen allerletzten Strafaufschub erwirken. Aber das ist doch eine Kleinigkeit für mich. Aber natürlich, pass auf, ich mache mir einen Knopf in mein Taschentuch. Ach, schön. Siehst du? Und morgen, da spreche ich gleich mit ihm. Strohmeier, verständigen Sie sofort den Meister Johann Strauß, dass ich ihn dringend wegen einer neuen Operette sprechen möchte. Jawohl, Herr Direktor. Der Herr Melzer wartet schon seit einer Stunde. Ja, kommt mir wie gerufen. Lassen Sie ihn herein.
Mein Herr und Gebieter, sei mir gegrüßt. Sie, Melzer, so oft Sie mich so überschwänglich begrüßen, verlangen Sie nach 2 Minuten einen Vorschuss von mir. Ja. Direktor, Sie sind nicht nur mein Brötchengeber, sondern auch Hellseher. Ich bitte Sie um 100 Gulden Vorschuss. Waren Sie 5, ausgeschlossen. 20, 10, 5, Herr Direktor. Sie sind selber schuld, dass ich Sie immer um Vorschuss bitten muss, weil Sie mir keine anständige Rolle geben. Melzer, regen Sie sich nicht auf, ich habe eine Rolle für Sie. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Hören Sie bloß auf. Also ich habe eine Rolle für Sie, eine Rolle, die Sie zum Teil auf der Bühne und zum Teil im Leben spielen werden. Im Leben, Herr Direktor, das steht nicht in meinem Vertrag. Dafür verlange ich selbstverständlich den doppelten Vorschuss. Will ich. Aber Grundbedingung, so oft Sie jemand fragt, wer Sie zu alledem angestiftet hat, sagen Sie ganz einfach, Herr, ich bin Manns genug, um für das einzustehen, was ich gemacht habe. Moment, wie war das, Herr, ich bin, was bin ich? Manns genug? Ach, ja, ja. Herr, ich bin Manns genug, um für das einzustehen, was ich gemacht habe. Sehr gut, was habe ich denn zu machen? Was ich Ihnen sagen werde, setzen Sie sich. Ich führe nämlich selbst die Regie. Erstens, einen guten Freund von mir so eifersüchtig zu machen, dass er in seinem Schmerz die Wände hochgeht. Ach, das mache ich, das kann ich. B. Zweitens, einen anderen guten Freund von mir im weiteren Verlauf der Rolle zu einer Dummheit zu veranlassen, sodass ihm ein paar Steinerl aus seiner Krone fallen. Oh, Herr Direktor. Ah, kleine Gewitterstimmung im Haus, ehrliches Geplänkel, Eifersuchtsszene. Bei uns? Nein. Ach, so merkwürdig. Was ich aber sagen wollte, den Schlafrock, den ich für die Aufführung brauche, habe ich mir heimlich ausgeliehen von der gnädigen Frau. Und ich weiß auch schon, welches Abendkleid ich mir ausborg. Nur eins weiß ich noch nicht, wie er am Abend wegkommt. Sagen Sie ganz einfach, Ihre Tante ist krank. Ich habe gar keine Tante. Das ist so ganz egal. Jetzt melden Sie mich bitte. Ist nicht notwendig. Der gnädige Herr erwartet den Herrn Direktor. Darf ich bitten? Michael! Sehr, grüß dich Gott, alter Junge. Nun? Hast du mit dem Gefängnisdirektor gesprochen? Natürlich, ich habe einen Strafaufschub von 12 Stunden für dich herausgeschunden. Bist ein Marzger. Du kannst also ruhig auf den Ball gehen, musst aber morgen früh pünktlich um 7 Uhr im Gefängnis sein. Selbstverständlich. Wie heiße ich? Marc Irénard. Sehr feudal. Du, aber Rosalinde, sagen wir, dass ich brummen muss. Na klar, du brummst. Hörst du? Wer ist denn da? Der singt schon seit Tagen immer dasselbe. Da lachst du? Ja. Bist du denn gar nicht eifersüchtig? Du wärst ebenso wenig eifersüchtig wie ich, wenn du, wie ich, einen Engel zur Frau hättest. Man soll sich nie zu sicher fühlen. Prachtvoll. Bravo! Bravo! Bravo, bravo, bravo. Sag, bist du vollkommen verrückt geworden? Statt dass du diesen Menschen tötest, applaudierst du ihm zu. Ja, ich finde es auch sehr merkwürdig. Aber mein liebes Kind, ich habe augenblicklich ohnehin nur Scherereien mit der Polizei. Ich kann doch nicht einen Menschen töten, nur weil er dir den Hof macht. Lass ihn doch singen. Nicht? Hast du wenigstens einen schönen Zeitvertreib? Jetzt packe ich rasch meine Sachen fürs Gefängnis und da komme ich gleich mit dir. Sie haben keinen Strafaufschub für ihn bekommen? Doch, gnädige Frau, das heißt nein, das heißt ja. Ach, das hätte ich nicht sagen sollen. Warum? Er redet ihnen allen, dass er ins Gefängnis geht. Stattdessen geht er heimlich auf den Ball. Das ist doch nicht wahr. Doch. Aber bitte verraten Sie mich nicht. Er ist zwar mein Freund, aber ich halte immer zum schwachen Geschlecht. Also, er will mich betrügen. Verzeihung, gnädige Frau, das habe ich nicht behauptet. Sie wissen doch, wie sehr er Sie liebt. Bei jeder Gelegenheit, sagt er doch. Dass ich ein Engel bin. Aber wenn ein Mann sagt, dass seine Frau ein Engel ist, heißt das so viel wie, sie ist ein Schaf. Ungefährlich und dumm. Aber ich bin nicht so ungefährlich, wie er glaubt. Und auch nicht so dumm. Ich weiß genau, mit wem er mich betrügen will. Mit dieser Ilka Holtay. Aber die kommt doch gar nicht. Die hat doch abgesagt.